Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Moment, muss ich gestehen, schlagen zwei Herzen in einer Brust. Wir sind ja immer gehalten, einerseits nachhaltig zu denken und zu argumentieren, andererseits ist es etwas ungewöhnlich und ungemütlich, auf sich selbst Bezug zu nehmen und sich selbst zu zitieren. Ich gehe das Risiko aber mal ein und erinnere an eine Debatte, die wir Ende letzter Woche hier geführt haben, über die Frage des Einzuges einer Zweitinstanz bei Asylverfahren. Und im Rahmen dieser Debatte wies ich sinngemäß darauf hin, dass nicht nur die Gerichte, sondern auch das BAMF nicht irgendetwas sind und auch nicht nur Produktionsstätten von Bescheiden, sondern Produktionsstätten in Anführungszeichen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Humanität. Und ich habe das durchaus unheimlich ernst gemeint, damit wir uns auch der Gewichtigkeit dieser Behörde klar werden. Deshalb muss auch, wenn ich das sagen darf, die Auseinandersetzung dieser Frage noch mehr als die Auseinandersetzung mit dem Islam und anderen Religionsgemeinschaften im Zentrum der Arbeit des Innenministers stehen. So denke ich. Gerade weil es aber so eine wichtige Frage ist, die auch, wie wir alle erleben, medial so viel in diesem Land beschäftigt, die gesamte Bevölkerung, uns hier in einer unheimlichen Dynamik der Gesetzesänderung, ist es ja bezeichnend, eben wurde es auch angesprochen, wenn denn hier Herr Wirth und Herr Hess Sprachbilder eines stinkenden Fisches und einer schlechten Märchenstunde verwandt haben. Ich verweise nur darauf, dass die Verwendung bestimmter Sprachbilder am meisten über den sagt, der sie verwendet. Aber wir sprechen eben nicht über stinkende Fische und nicht über Märchenstunden. Das wird auch den Betroffenen nicht gerecht. Es geht hier, ich erinnere daran, um menschliche Existenzen, um den Umstand, ob Personen, Familien auf der Flucht den Anspruch haben, hier zu bleiben oder nicht. Und es geht um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hohe Verantwortung tragen. Und diese Aufgabe möchte ich selber nicht übernehmen müssen, solche Entscheidungen zu treffen und solche Anhörungen zu führen. Und deshalb ist es, glaube ich, höchst unangemessen, den Ausdruck Märchenstunde in diesem Zusammenhang zu verwenden. Ich erinnere auch noch mal an den Blick vor Ort. Denn wenn wir etwas haben heutzutage, ist, dass wir bei den Debatten über Asyl und Zuwanderung eine extreme Untersättigung mit Realität haben und eine Übersättigung mit verquasten allgemeinen Generaldebatten. Also gucken wir uns die Situation an. Wir haben da Anhörungsräume des BAMF in den Ankunftszentren oder sonst wie, mit Anhörern, dann später Entscheidern, mit Dolmetschern, mit den Betroffenen. Das sind oft nicht besonders exklusiv ausgestattete Räume, und da bekommen die Personen Geschichten zu hören, die wir alle nicht hören möchten. Deshalb erinnere ich auch noch mal an letzte Woche und an die Geschichte, in der sich ein Anhörer damit auseinandersetzen muss, wenn eine Frau davon berichtet, sehr präzise berichtet, wie vor ihr jemand aufgehängt wurde und ihm präzise die Gliedmaßen abgeschlagen wurde. Um solche Erzählungen und Situationen geht es. Davon sprechen wir. Und ich erinnere auch daran, im Zusammenhang dieser Debatte sprechen wir auch von Jesiden, dass nicht wenige der jesidischen Menschen erlebt haben, wie ihre Verwandten vergewaltigt, ermordet wurden und sie nur mit dem nackten Leben hier angekommen sind. Das sind, vorhin fiel der Ausdruck Zumutung, das sind die Fragen und die Lebensschicksale, die wir eben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BAMF zumuten. Und deshalb ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass sie die bestmöglichen Arbeitsbedingungen haben. Und dass diese Verfahren rechtsstaatlich erfolgen, mit exzellenter IT-Ausstattung, mit auch entsprechend kompetenten Dolmetscherinnen und Dolmetschern, um das zu illustrieren. Und das ist ja das Gute an dieser sehr unangenehmen und sehr unerfreulichen Affäre, dass einmal sichtbar wird, wovon wir reden. Wenn Sie einen Dolmetscher haben, der die Sprache zwar einigermaßen beherrscht, aber der sich nicht auskennt über religiöse Spezifitäten in Syrien und anderen Fragen. Wie soll diese entscheiden? Das heißt, eine Qualitätsoffensive, und wir sollten alle diesen Skandal nutzen, um diese noch mal zu forcieren, bedeutet, dass wir hinreichend viele qualifizierte Mitarbeiter haben, dass wir hochqualifizierte Dolmetscher haben, dass die Überprüfungsverfahren gut genug sind, dass das Vier-Augen-Prinzip tatsächlich Realität sind, dass das BAMF
Sicherheitsbehörde ist, aber eben nicht nur Sicherheitsbehörde, sondern ein Kern dieses Rechtsstaates. Politisches Asyl gehört ins Herz unserer Republik, ist eine Folge aus dem NS-Staat, nichts weniger. Deshalb warne ich davor, so liederlich wie eine gewisse Fraktion hier damit umzugehen. Und das Beunruhigendste, und wir alle sollten vorsichtig sein jetzt bei vorschnellen Urteilen und Analysen, an dem Ganzen ist, das sollten Einzelne oder alle hier in dem Zusammenhang, die Anwälte, die Beschuldigten, die betroffenen Personen, Mitarbeiter, aus womöglich humanitären Gründen gehandelt haben, dann haben sie genau dem einen Bärendienst erwiesen. Sie haben die eigene Behörde in Misskredit gebracht. Sie haben die Geflüchteten in Misskredit gebracht. Sie haben das ganze BAMF in Misskredit gebracht. Und das ist das Schwerwiegendste. Und es ist jetzt auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Behörde, dieses Amt die entsprechende Anerkennung erfährt, dass es aber auch gut genug arbeiten kann und dass wir nicht die Verantwortung auf andere abwälzen. Das BAMF leistet die Arbeit, die wir ihm mit unseren Entscheidungen zugemutet haben. Und jetzt ist es an uns und auch an den Bundesinnenminister, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Michael Kuffer für die CDU-CSU-Fraktion.